guten Kaffee genießen in Paraguay. Darum geht es heute in unserem Paraguay-Talk und ich freue mich riesig, zwei Menschen begrüßen zu dürfen, die nicht nur guten Kaffee genießen, sondern auch viel, viel mehr. Und dennoch, heute werden wir darüber sprechen, denn sie haben einen ganz besonderen Kaffee nach italienischem Vorbild mit einer Schonröstung zubereitet und wirklich mit einem sehr ausgewogenen Aroma. Mein Mann liebt ihn auch. Und ihr Kaffee hat auch wenig Säuren und daher sehr, sehr magenverträglich. Ja, aber bevor wir dazu kommen, ganz herzlich willkommen, liebe Ella Renz, schön, dass du da bist. Hallo, lieber Klaus Stadler, herzlich willkommen. Hallo. Hallo, Schön, dass lieber. wir zusammen sind. Ja, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Bevor wir starten, was war das Schönste, was ihr heute erlebt habt? Heute. Heute. In den Pool reinspringen, nachdem das Wasser jetzt wieder etwas frischer ist. Die letzte Zeit war es doch ziemlich warm mit 33, 34 Grad. Und heute hat es das morgen nur 20 gehabt. Und dann habe ich zu Ella gesagt, oh, das ist ja schon richtig kühl. Oh. Super schön. Bei dir, Ella? Bei mir war es, ja, ich glaube, die Erinnerung an gestern Nacht, als wir bei einer Hochzeit eingeladen waren. Und ich nehme das schon für einen heutigen Tag, weil es war schon gestern eigentlich heute. Und So da wieder schön. mal so richtig zu tanzen und so richtig Oh, Vollgas schön. zu geben, das war So toll. schön. Ja. Jetzt haben wir es ja schon zu Beginn gesagt, guten Kaffee genießen in Paraguay. Ihr seid schon ein ganzes Weilchen in Paraguay, aber nehmt uns doch vielleicht mal mit, was habt ihr früher so gemacht? Wo kommt ihr her? Was hat euch überhaupt nach Paraguay geführt? Und ja, dann lass uns schauen, wie es zu dem kam, was ihr dann heute so anbietet. Also wir leben jetzt seit gut 3 Jahren in Paraguay, sind im Januar 21 zusammengekommen. Seitdem war Ella nie wieder in Europa, ist komplett hier geblieben und Okay. dann noch zweimal, einmal aus, sagen wir mal, packtechnischen Gründen, also Containerpack und so weiter, Wohnung auflösen, bin ich nochmal nach Deutschland und dann noch ein paar geschäftliche Dinge abwickeln. War zweimal kurz in Deutschland, aber wir leben seit 3 Jahren hier und wir reuen die Entscheidung keine Minute. Absolut. Das war für uns die richtige Entscheidung. Und wie kommen wir dazu? Also es war einfach so, in der Zeit sind vor 3, 4 Jahren sind alle 4 Elternteile verstorben inzwischen zu dem Zeitpunkt. Und Ellas Kinder aus dem Haus, glücklich mit ihren Partnern in Zürich leben. Und dann haben wir gesagt, eigentlich sind wir jetzt, wie man so schön sagt, vogelfrei. Und wenn's da, wenn nicht ein großes Abenteuer, wann dann? Also Wenn nicht jetzt. jetzt, wann dann, Wenn nicht ja. jetzt, wann dann? Genau, und Und das dann. große Abenteuer war dann Paraguay. Das ist ja jetzt, viele Genau. würden sagen, da vielleicht irgendwie eine Weltreise machen oder was, aber für euch war großes Abenteuer auf nach Paraguay. War das schon länger festgestanden oder wie kam es zu Paraguay? Nee, es war nicht länger festgestanden. Es war über einen Bekannten, über einen Freund haben wir dann so die ersten Kontakte nach Paraguay geknüpft und haben uns dann irgendwie einfach in diese Stimmung hier und in alles, was hier so ist, verliebt. Und Paraguay ist ja jetzt, wie du sagst, nicht gerade unbedingt das Land der großen Abenteuer, was man sich so klassisch darunter vorstellt. Aber für uns hat es einfach Charme gehabt von Anfang an. Und wir haben das Gefühl gehabt, doch, das könnte ein guter Platz sein, um heimisch zu werden und von dort aus dann eine gute Station zu haben, um die ganzen südamerikanischen Abenteuer in der Nähe zu haben. Also Absolut. ich finde, es fehlt eigentlich nur das Meer hier, aber ja, das Meer und die Berge sind ja nicht so weit mit Brasilien und Argentinien und so weiter und so fort. Also der Standpunkt Paraguays aus dieser Sicht heraus ja gar nicht der schlechteste Punkt. Hattet ihr denn früher schon Kontakt oder wart ihr vorher schon mal in Paraguay oder war das damals wirklich 2001? Du bist da geblieben, Klaus noch einmal zu 2021. abwickeln. 21, ja. Ja. Genau. Nee, wir waren noch nicht in Paraguay. Ich habe mit Anfang 20 mal 7 Monate in Südamerika gelebt und das Okay. einzige Land, in dem ich nicht war, war Paraguay. Also Macht ich, Sinn, macht Sinn. insofern, Ja, genau. okay. Macht Sinn, es jetzt anzuschauen.
Ja, Ich aber weiß, ihr es habt hat auch einfach. ein schönes Plätzchen gefunden. Du hast es gerade so gesagt, das ist, wenn man dann so spürt und merkt, wow, das ist genau der Platz, wo, ja, wo ich mich einfach wohlfühlen kann, wo ich gut entspannt sein und leben kann, dann ist das schon was ganz Besonderes, ein tolles Geschenk auch, ja, absolut. Ja, und ein Haus zu bauen ist auch ein Abenteuer. Also zumindest haben wir das so eingestuft. Und überhaupt auf einen anderen Kontinent zu ziehen, ist Abenteuer, auch wenn das Ja. jetzt nicht vielleicht in manchen Köpfen Oh ja, so oh ja. gespeichert ist. Aber für uns war das schon, sich da auf alles Neue wieder einzulassen, andere Sprache, andere Kultur. Okay. Was Das ist hat was euch so anderes. fasziniert an Paraguay? Was hat euch hier gefallen? Also es ist einerseits, weil es einfach mitten in Südamerika liegt. Du kannst mit dem Auto gut nach Brasilien rüber, nach Florianópolis. Super schöne Ecke. Du kannst innerhalb von einem Tag bisschen Mendoza, bisschen Salto. Von Asunción aus jeder Flieger, sagen wir jetzt mal, in einer Stunde bisschen oder guten Stunde bisschen Buenos Aires. Eineinhalb Stunden bis in São Paulo und kannst dann weiterfliegen. Also das ist einfach so zentral und die Leute sind hier einfach sehr, sehr nette Leute, nette Menschen, hilfsbereite Menschen. Man irgendwie ein paar Leute, die vielleicht nicht ganz so auf deiner Wellenlänge sind, die gibt es immer. Das ist völlig normal. Aber insgesamt halt für uns auch in der Bauphase mit den Leuten. Wir haben mega guten Kontakt gehabt. Wir haben jetzt auch schon wirklich einige paraguayische Freunde, teilweise wirklich Original-Paraguayer und teilweise halt Auswanderer der dritten Generation oder so. Also wo der Großvater gekommen ist und so. Da haben wir auch schon ganz viele, viele Freunde. Und von dem her, wir sind hier einfach mega gut. So schön. Ja, also das ist wirklich, ich muss sagen, das, was du gerade so erzählst, dass wir hier so zentral ist und so außenrum so vieles zu besuchen, das ist mir am Anfang gar nicht so aufgefallen, weil wir wollten ja nur die Cédula holen und eigentlich wieder weiterziehen. Und dann sind wir sozusagen auch hängen geblieben. Und ich habe dann erst im Laufe der Zeit gemerkt, wie genial das von der Lage her tatsächlich auch ist und von vielen, vielen anderen Komponenten. Ich finde es einfach faszinierend. Und ja, man bringt sich natürlich auch immer selber mit. Also es Das gibt ist auch klar. vermutlich Dinge, ich weiß nicht, wie ist es bei euch? Gibt es so Sachen, wo du sagst, naja, das ist jetzt nicht so prickelnd in Paraguay oder gibt es irgendwas, wo euch stört an Paraguay? Gibt es da auch was? Ja, du musst aufpassen. Du wirst halt der, als Europäer bist du der Geld hat. Und dann musst du halt schon ein bisschen aufpassen, dass du nicht immer vorkaut wirst, sage ich jetzt mal so. Das gehört einfach mit dazu. Aber das Aber kann, das wo ist haben wir jetzt genau nicht, ich die wollte sagen, das ist nicht Paraguay? Das Paraguay-spezifisch. Einzige, was spezifischer ist, dass du automatisch eingestellt wirst, du hast viel Geld. So wirst du eingeschätzt. Und das war für uns auch so ein Thema, wo wir gesagt haben, wir sind ja einfach richtig, wo wir dann gesagt haben, wo wollen wir? Weil wir unseren lieben und guten Freund Peter Kassel, der ein paar Immobilienobjekte hier hat und gemacht hat, und der hat uns halt auch mega geholfen. Und das war halt auch, da einen Anker zu haben von Anfang an. Und beim Peter zu wissen, da bist du gut aufgehoben, der besorgt einen guten Baumeister, der hilft dabei allem, was irgendwie nötig ist. Das hat uns einfach noch eine gewisse zusätzliche Sicherheit gegeben, dass wir praktisch nicht nur das Grundstück gekauft haben, sondern dass wir wirklich ein komplettes Package mit bei ihm gekriegt haben. Das war halt für uns auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, ich glaube, Was das ist mich ein stört an Paraguay, Entschuldigung, na, ja. was? Was mich Na, ein bisschen stört an Paraguay, ist manchmal das Wetter. wie war's? Das Wetter. Das Wetter. Ja, das kann manchmal sehr heiß sein. Also das ist für mich persönlich das, wo ich am meisten manchmal ein bisschen, also wo ich ein bisschen nage manchmal in den Sommermonaten, ist es mir ehrlich gesagt zu warm. Ja. Aber Ja, okay, es gibt ja es Gott gibt sei auch Dank die starke Schwankungen. Möglichkeit, sich ab, ja genau, es gibt ja Gott sei Dank die Möglichkeit, sich abzukühlen. Aber es ist schon, also schon deftig warm. Ja, verstehe. Drei Monate, ne? Aber 8 Monate, nur 9 Monate im Jahr ist es sensationelles Wetter. Also man muss es immer in Relation sehen. Ne? Und in Das den drei stimmt, Monaten ja. geht man halt mal irgendwo 14 Tage ja, nach Brasilien an den Strand oder man geht mal Genau. nach Patagonien, wo es ein bisschen kühler ist und dann ist auch wieder gut. Dann ist Also ja, gibt es gibt ja Möglichkeiten. immer Lösungen, das ist ja das Schöne, gell? Aber was uns aufgefallen ist, wir waren letztes Jahr mal 2 Wochen in Brasilien am Strand, es war wunderschön.
Und alles gut und recht. Und dann sind wir nach Paraguay zurückgekommen und es war, sind wir in den Supermarkt rein und haben gemerkt, Mei, jetzt gibt es wieder alles das Paraguayische. Und es war so süß, das zu merken, wie sehr wir uns schon mit allem hier einfach auch verbunden fühlen. Weißt du, diese paraguayischen Marken und so, wo eigentlich, ja, ich meine, da kriegt kein Hahn danach im Grunde, aber irgendwie war es, ja, jetzt sind wir wieder da, jetzt sind wir wieder daheim. Jetzt sind wir wieder daheim. War sehr Also, spannend. ich muss sagen, das ging uns ganz genauso, wie wir da, wir waren ja zu ähnlicher Zeit da in Brasilien auch am Meer. Und ich fand es auch wunderschön. Es sind ja Traumstrände dort und es ist echt herrlich gewesen. Aber wir sind so über die Grenze wieder gefahren und haben so das Gefühl gehabt, boah, jetzt sind wir wieder daheim. So, es ist schon Spannend, spannend, oder? Finde ja, ich auch wie schnell es spannend. geht. So schön. Ja, jetzt haben wir ja, was das Thema Kaffee betrifft. War denn das ein Thema, Klaus, hast du das in Deutschland schon gemacht oder wie kommt jetzt der Kaffee hier in Paraguay sozusagen? Wie kommt es zustande? Wie ist das entstanden? Okay. Also Kaffee interessiert und gern, schon immer gerne einen guten Kaffee getrunken und eine vernünftige Kaffeemaschine, also eine Siebträgermaschine, eine schöne und auch Barista-Kurs mal gemacht und solche Geschichten. Das haben wir schon in Deutschland. Ne? Aber jetzt geröstet noch nicht. Ja, und dann während der Bauphase ein Jahr lang quasi jeden Kaffee durchprobiert, den es in Paraguay zu kaufen gibt. Und dann hab ich zwei Lösungswege für mich definiert. Ne? Lösungsweg 1. Ich kaufe mir den weltweit bekannten Illy-Kaffee, also der klassische italienische Espresso oder Illy. Aber der ist, Entschuldigung, so schweineteuer. Der kostet das Kilo 500.000 Guarani, vielleicht mal, wenn ihn ganz günstig kriegst, 400.000 Guarani. Das ist halt schon eine Hausnummer. Ne? Und die zweite Lösung war, das was wir jetzt machen, mach selber. Ganz einfach. Ganz Selber einfach. machen. Das Ja. Naja, ganz so einfach war es nicht. Also, Ja, ja. ich wollte gerade sagen, Es wie hat mal ist es denn? angefangen mit einer kleinen Röstmaschine, auf der der Klaus ja bisher geröstet hat, die der Peter rumstehen gehabt hat. Und der Klaus, der sich gut mit Maschinen auskennt, der hat die zuerst mal revidiert, einmal geputzt, einmal alles Jede wieder. Schraube zerlegt, die es an der Maschine Genau. gibt, die ist Und zehn Jahre dann. im Shop gestanden. Und dann haben wir sie wieder frisch komplett zerlegt und wieder frisch aufgebaut. Und mit der haben wir jetzt die letzten 7, 8 Monate geröstet. Und ja, jetzt merkt man es halt schon langsam, dass wir mit der Maschine einfach an unsere Grenzen stoßen. Und das, obwohl wir ja noch im, ich sag's jetzt mal, im Casero-Bereich sind, weil wir noch nicht über die Supermärkte verkaufen, sind wir aber schon da. Wie gesagt, habe jetzt, wenn ich dann noch ein bisschen mehr rausgehe und in die Supermärkte und Muestras machen, dann habe ich nicht mehr die Zeit, so extrem viel in der Rösterei zu stehen. Und deswegen haben wir auch eine größere Röstmaschine bestellt. Die ist jetzt beim Hersteller gerade die Woche fertig gemeldet worden. Da werden jetzt die Proberöstungen gemacht, ob alles sauber funktioniert. Und dann kommt die neue Röstmaschine aus Brasilien. Ja, bis jetzt findet man dich ja auch in San Bernardino auf dem Markt mit deinem Kaffee. Da kann man sozusagen probieren, riechen und natürlich deinen Kaffee auch mitnehmen. Und du röstest sozusagen mit deiner kleinen Maschine noch zu Hause. Die wird jetzt größer, weil einfach die Nachfrage auch größer wird, weil ich glaube, das ist wirklich ein Punkt. Einen guten Kaffee gibt es tatsächlich ja nicht so viel hier. Und da ist schon, glaube ich, eine tolle Marktlücke sozusagen entdeckt, sagen, okay, wenn es mir fehlt, dann fehlt es vielleicht auch anderen und dann mache ich Genau. es einfach selber und setze es um. Genau. Genau. Haben wir ein bisschen viel braucht, mal ein bisschen rumtüfteln, was ist denn das optimale Röstprofil und so weiter. Wie macht man es denn, dass er richtig schmeckt? Das ist ja immer bodenabhängig. Da musste ich mich halt einarbeiten, aber das macht ja Spaß, das hält den Geist fit. Jetzt, Ella, du hast gerade so gesagt, naja, so ganz so einfach war es nicht. Da kommen schon so ein paar Themen. Wie ist denn das, wenn man sich hier einfach anfängt, sich selbstständig zu machen, was aufbauen, Ja, also was das war man auf ja die jetzt für uns achten nicht das sollte? erste Mal, dass wir sowas machen. Wir sind ja beides immer so die Schaftelhuber, also dass wir ewig nichts tun, das war eh schon klar, dass das nicht funktioniert, weil dieser Mann, wenn der mal ein Jahr lang nichts tut, dann ist er, ja, das ist nicht aushalten, also der muss was tun. Leidig. Und weil Und ich bin ehrlich gesagt sehr glücklich, dass er etwas gefunden hat, mein lieber Klaus.
das ihm gut gefällt, das er liebt Ja. und wo er einfach jetzt so sein Herz reinstecken kann. Ja. Und insofern war es ein Prozess, weil der Klaus hat nach der Deutschlandzeit, bevor wir dann hergekommen sind, hat er einfach auch ein bisschen Pause gebraucht, weil in Deutschland war das mega stressig, das, was er davor als gemacht hat. Und insofern war mal gar nichts zu tun, war mal die Devise und dann ist irgendwie der Kaffee aufgetaucht. Dann ist die Idee entstanden und so weiter und so fort und dann hat er sich jetzt da eingearbeitet. Und wenn ich sage, es war nicht ganz so einfach, dann war das jetzt gar nicht so sehr aufs Rösten oder auf die Maschine oder solche Sachen bezogen, sondern mehr, weil wir diesen Prozess von Anfang an gesagt haben, wir möchten eine offizielle Genehmigung, wir wollen diese ganzen Nummern, wir wollen wirklich, wenn wir das machen, wollen wir dort mitspielen, dass wir auch in die Supermärkte können. Und Ja. dafür braucht es diese ganzen Registrierungen. Und das war jetzt doch eher, okay, Bürokratie. Also, Schlimmer wie in Deutschland, also wirklich. auch hier. Ja. Es ist ein Ja. Thema, wenn ich an dich, Amata, verkaufe und du Ja. konsumierst irgendein Produkt, ist egal was, ne? Dann Ja. nennt er das Casero, also hausgemacht, und dann brauchst du da keine Zulassung. Ne? Dann ist das halt dein Produkt, hat das so einen kleinen Stil dahin. Wenn wir das machen, ist das okay, Passt das ist auch. gut, passt. Ne? Aber das war nie unser Ziel. Da waren wir schon immer anders unterwegs. Für uns war klar, offizielle Registrierung vom Gesundheitsamt. Unser Lokal ist bereits, also Produktionslokal ist bereits registriert. Und mit der Registrierungsnummer vom Lokal kann man dann die sogenannte RSPA-Nummer, also die Produktnummern, beantragen. Genau, das ist wieder ein ziemlicher bürokratischer Akt. Dann muss wieder alles erklären. Dann geht es unter 20 Mal hin und her, Evaluation, und wieder zurück und wieder hin und wieder her. Und in dem Prozess sind wir jetzt dann, sage ich jetzt mal so millimetermäßig vor dem Abschluss, dass wir diese zweiten Produktnummern dann auch noch haben. Und dann geht die Distribution eigentlich erst richtig los über die Supermärkte. Okay. Und dann kann man es auch überall in Paraguay sozusagen beziehen, weil dann ist es nicht mehr auf den Raum so nur San Bernardino beschränkt, sondern ja, weit Ja, drüber genau. hinaus. Also San Bernardino und Nueva haben wir auch Sebastian. Ja, jetzt sind wir Ja. halt im Umkreis, sage ich jetzt mal, von so 50, Genau. 60 Kilometer, haben wir jetzt schon verschiedenste Stellen, aber auch alles im kleineren Bereich. Und ja, aber wenn man dann eben die Produktion über die Supermärkte, und dann, das sind ja dann immer irgendwelche Supermarktketten, Ja. das macht dann Klar. Bupp, und dann hast du die Produktion verdreifacht, vervierfacht oder so, ne, wenn du in entsprechende Supermarktketten reinkommst. Aber dann musst du halt auch liefern. Und Liefern deswegen können. liefern können, da musst Liefern du liefern. können. Ja, genau. Und du musst garantieren, dass du eine vernünftige, gleichbleibende Qualität lieferst, sonst bist du schneller draußen, wie du gucken kannst. Ne? Das Wo war eben kriegt ihr auch denn eure Bohnen her? Ist Paraguay sozusagen das das Land, wo war Kaffee angebaut wird, oder wie ist es? auch, aber nicht so viel. Also es gibt Kaffeeanbaugebiete in Paraguay und da haben wir auch unseren Kaffee dann gefunden, unseren Lieferanten. Und das ist uns einfach auch jetzt ganz ein wichtiger Teil gewesen, dass wir auch in Paraguay rösten, dass es einfach von hier ist, dass es regional ist, so Ja. regional wie es geht. Wir wollten ein nationales Produkt anbieten, weil wir sagen, wir sind hier so glücklich, wir wollen Paraguay auch was zurückgeben, indem wir Ja. hier ein nationales Produkt anbieten. Wir Ja. rösten hier, im Moment kommen noch alle Bohnen, die wir verarbeitet haben bisher, sind alle aus Paraguay. Aber auch dann wieder das Thema, es gibt hier mit einem Lieferanten, wenn du dann in die Supermärkte gehst, das Risiko kannst du einfach gar nicht machen, das geht nicht. Dann Ja. Ja. fällt da ein einziger Lieferant aus, warum auch immer, oder seine Ernte ist nichts, und dann Oh nie ja. dürfen trocken. Von dem her Ja, war es ja. einfach auch wichtig, dann noch andere Lieferquellen zu eröffnen. Und deswegen haben wir jetzt gerade vorgestern die Import-Export-Lizenz abgeschlossen. Also wir dürfen jetzt offiziell Kaffee importieren oder exportieren. Und wir haben sogar sind den Prozess durchlaufen für das Ministerium für Semillas, also für Saatgut, weil grüner Kaffee ist ja Saatgut. Und da geht es einfach nochmal eine ganze Ecke strenger zu. Und auch diesen Prozess haben wir jetzt inzwischen abgeschlossen. Ne? Wow. Das Gratuliere. hat uns jetzt doch insgesamt dreiviertel Jahr Arbeit gekostet. Ne? Und jetzt nur ein, zwei, die eine oder andere Ja. Woche.
bis die letzte Nummer dann rauskommt und dann sind wir wirklich komplett durch. Und dann haben Ja. wir jegliche Genehmigung, überall hin zu verkaufen. Das kann uns niemand ans Bein pinkeln und wir sind einfach sauber. Ja, es ist schon spannend, wenn man jetzt so dein Päckchen Kaffee da stehen sieht, dann sieht man erstmal nur den Kaffee da stehen, ja, aber was da immer alles so dahinter steckt noch, das sind so immer die Dinge, die einem nicht so ins Auge fallen erstmal. Und das ist ganz gut, auch Ja, das, und wo man ja. einfach auch ein bisschen entscheiden muss, welchen Weg das man geht, oder? Genau, Weil ich genau. meine, das ist so viel Bürokratie, ich kann mir vorstellen, dass das einfach viele andere gar nicht machen Ja. würden, weil es unglaublich zeitaufwendig, kostenaufwendig und vor allem nervenaufreibend. Also insofern bin ich jetzt echt froh, wenn das durch ist, weil Ja. Ja. Klaus war immer ganz super drauf. Ja, sag mal, was macht denn jetzt einen guten Kaffee aus? Was ist das? Ein guter Kaffee ist, ich meine, das fängt bei der Bohne an. Wo wird er geerntet? Wie wird er geerntet? Wie schaut der Kaffee aus? Ne? Das spielen schon ganz, ganz viele Gründe spielen da Rolle. Die Höhe, wo er angebaut wird, wie ist die Erde beschaffen? Da gibt es ganz, ganz viele, viele Unterschiede. Ne? Und deswegen kommen dann so Dinge raus wie der Kaffee, der schmeckt nach Schokolade, der schmeckt. Der hat Karamellgeschmack und was weiß ich was. Ich meine, da streiten sich die Cafeteros mindestens so viel Wie die Weinkenner wahrscheinlich, oder? wie die Ja, ist Weinkenner. Ähnliche Welt. ähnliche Ja. Welt, wenn nicht noch schlimmer. Ne? So, und ja, und wir haben auch die italienische Version, haben wir schon immer am liebsten getrunken, den Espresso. Und der ist einfach ein bisschen anders geröstet. Oder die italienische Art zu rösten ist ein bisschen anders, wie das hier der eine oder andere in Paraguay macht. Wir rösten sehr, sehr viel weniger. Also das sind viel hellere Bohnen. Und dann hast du natürlich viel mehr Säure. Und das hat damit zu tun, weil wenn du weniger röstest, hast du einfach weniger Wasserverlust und dann hast du mehr Wind. Ne? Und das war nicht das, was für uns wichtig war, sondern wir wollten einen Kaffee anbieten, so wie er uns schmeckt. Ja, das ist halt einfach auch ein längerer Prozess. Also Genau. das sind nicht so schnelle Röstungen, sondern das sind langsame Röstungen. Und es ist halt ähnlich wie wenn man irgendwas guckt im Endeffekt. Genau. Gewisse Dinge brauchen dann halt einfach auch ihre Zeit, um die Aromen rauszubringen und um die Geschmäcker optimal rauszukitzeln. Und das ist beim Rösten auch nicht anders. Genau. Also das, ja. Und dann haben wir Ja. auch gefragt, wie wollen wir es anbieten und sind dann relativ einfach gegangen, dass wir sagen, okay, wir haben unseren Kaffee und wir haben unseren Espresso. Also im Moment haben wir nur zwei Richtungen, weil wir einfach das nicht zu aufblasen wollten, so von wegen, was weiß ich, fünf verschiedene Richtungen, sondern einfach mal mit zwei starten, Ja. Kaffee und Espresso. Und dann gibt es eben auch in zwei verschiedenen Mahlgraden, sodass die Leute, die nicht selber eine Mühle haben, sich das aussuchen können, was sie da wollen. Aber je nachdem, was für Maschine das man verwendet, ist es dann halt besser, wenn er feiner gemahlen ist oder eben ein bisschen grober. Ja. Und das macht dann aber auch den guten Kaffee aus, weil der Teil wird voll unterschätzt. Also wie man den zubereitet, ist einfach auch nochmal ganz ein wichtiger Punkt. Und da Ja. sind wir auch ein bisschen so am Aufklären dran, oder? Weil, wenn das nicht übereinstimmt, wenn jemand einen fein gemahlenen Kaffee nimmt für eine French Press, dann kommt nicht dasselbe raus, geschmacklich, wie wenn, oder ja, also für eine Siebträger muss er meistens sehr fein gemahlen sein, für den Filterkaffee eher ein bisschen gröber. Das macht dann auch vom Geschmack her ganz viel. Genau, das ist die Ja. Mischung, die Art des Röstens, wo ist die Bohne angebaut, wie gut ist die Ja. Bohne, bis hin zum Thema, wie bereite ich den Kaffee zu. Also den richtigen Mahlgrad habe. Bei einer Siebträgermaschine ist der Mahlgrad total entscheidend, ob eine schöne Crema rauskommt. Ja, Ja. genau. Und das ist halt Also, auch noch. ja, habe mich gerade so erinnert, weil du vorhin so gesagt hast, zum einen, was den Lieferanten betrifft, man kann sich nicht nur auf einen Lieferanten verlassen, ja. Ich kann mich gut erinnern, ich bin ja seit vielen Jahren, trinke ich ja das reine Aloe Vera Gel. Und der Firmengründer hat damals auch das Aloe eingekauft am Anfang, ja. Also, und ähnliche Erfahrung gemacht, wenn du nur einen hast, dann bist du sehr abhängig, was Qualität betrifft. Er hat sich damals dann entschieden, selber Felder zu haben. Und dann ist aber auch was passiert. Dann gab es einen Frost und fast die ganze Ernte war weg. Und das ist genau der Punkt, den ihr gerade auch angesprochen habt. Also da sich einfach so breit aufzustellen, dass man da abgesichert ist, dass man Ja. auch gleichbleibend gute Qualität liefern kann.
Und dann habt ihr gerade so das zweite angesprochen, diese Länge der Röstung. Und ich weiß, dass zum Beispiel bei der Aloe auch, die braucht ja 3, 4 Jahre, bevor die geerntet wird, ja. Und es macht einen großen Unterschied aus, ob du den Kaffee kurz oder lang röstest, so wie bei vielen anderen Sachen auch. Ich glaube, es sind so viele Komponenten, die immer zusammenspielen, damit es dann ein wirklich guter Kaffee ist. Ja, sehr schön. Und für Ja. mich ist auch noch ein Teil da drin, wenn der davor steht, das klingt jetzt blöd, aber ich sag's trotzdem. Wenn der da davor steht und den Kaffee macht und einen Spaß dabei hat, dann ist es wie beim Kochen, auch das Oh spürt man. ja, Also oh die ja. Liebe, die da reinfließt, die ist im Geschmack drin. Also da bin ich überzeugt. Das ist wie beim Kochen. Also das schmeckt man ja auch beim Kochen, ja. Wenn der Koch mit Liebe kocht, dann schmeckt es einfach anders und das ist beim Rösten auch nicht viel anders. Naja, auch wenn du jetzt sagst, es hört sich komisch an, das sind ja heute sogar Dinge, die man längst sogar auch nachweisen kann, ja. Also es ist ja nicht nur etwas, was vom Gefühl her ist. Es ist Realität, ja. Nur ich glaube, wir haben viel zu sehr vergessen, auf diese Dinge auch zu achten. Wir sind oftmals so sehr im Kopf unterwegs und vielmehr da wieder hinzuspüren. Und wie du sagst, das ist so sehr Basis. Wie gehen wir auch mit unseren Sachen um? Und ich glaube, das spürt man bei dir, Klaus, bei dir, Ella, dass der Kaffee nicht nur eine Geschäftsmöglichkeit ist, sondern dass es einfach etwas ist, wo euch beide Freude macht. Ja, ich habe dann auch das Design und die Sachen, also die ganze Werbegeschichte, also wie schaut das aus, wie ist das Logo, wie sind da die einzelnen, ist es jetzt Kaffee, wie schaut das aus und so weiter, das habe ich ja alles selber gemacht und das ist auch immer wieder so der Punkt, da einfach auch die Liebe mit hineinfließen zu lassen, wie soll denn das sein, oder wie soll das Gefühl sein, wenn man das Päckchen in die Hand nimmt und so. Und das war uns wichtig. Wir stempeln die bis heute vorhanden. Also unsere Säckle sind gestempelt. Das greift sich auch jeder im Kopf, oder? Man könnte dort nicht drucken lassen. Aber dass das genauso ein bisschen schräg ist und nicht so perfekt ist, findet man genau das, was es ausmacht. Genau. Jede Tüte quasi ist ja ein bisschen ein Unikat, weil jede hat irgendeinen anderen Stempelfehler. Irgendein Stempel ist immer krumm, oder? Okay. Ja, guten Kaffee genießen in Paraguay, das ist auf jeden Fall möglich. Auch dank eurem Angebot jetzt. Gibt es denn vielleicht von eurer Seite noch so 3 so Tipps für Menschen, die jetzt vielleicht ganz neu nach Paraguay kommen oder schon hier sind, die ihr vielleicht auch noch gerne teilen möchtet? Meinst du jetzt bezüglich dem Kaffee oder bezüglich Paraguay? Darfst du beantworten, wie du möchtest? Beides gut. Also bezüglich Paraguay ist es für mich, aber das gilt für andere Länder auch, nicht irgendwas blind machen, sondern halt einfach umgucken und auch den vernünftigen Hausverstand wirken lassen. Manchmal kommt es uns wirklich vor, viele Leute haben ihr Hirn irgendwie am letzten Haken in Deutschland hinkängt und machen Sachen, es sind Rechtsanwälte und was weiß ich was, und da denkst du, man kann es gar nicht glauben, was sie dann tun und was sie dann für Verträge unterschreiben und so. Und dann ist die Jammer groß. Ich meine, also einfach, lass da, auch hier brauchst du deinen Menschenverstand. Und es hilft ungemein, wenn du die Sprache sprichst. Also Spanisch jetzt nicht Guarani, das wäre jetzt ein bisschen hochgegriffen. Aber du solltest einfach, also den Prozess, den ich jetzt da durchlaufen hätte, wenn ich kein Spanisch einigermaßen sprechen würde, keine Chance. Keine Chance. Oder du brauchst einen Übersetzer für alles und dann kostet sie so viel Geld, dass das keinen Sinn mehr macht. So. Das ist für mich ein wichtiger Hinweis. Was hast du noch? Ich glaube, wenn man sich überlegt, auszuwandern, jetzt egal nach Paraguay oder egal wohin, ist für mich der erste und wichtigste Punkt, ganz zu gehen oder gar nicht. Nicht zu Also vergleichen. im Sinne von, ich habe jetzt doch einige gesehen, die gekommen und wieder gegangen sind, oder die gekommen sind und noch hier sind, aber nicht glücklich sind. Und was mich da immer wieder der gemeinsame Nenner dünkt, ist, hat man sich eingelassen? Also so eine halbe Geschichte funktioniert nicht. Und ich finde in Paraguay schon gerade gar nicht, weil dieses Land ist, entweder du liebst es oder du liebst es nicht. Und wenn es liebst, dann ist die Frage, kannst du dich ganz einlassen drauf?
Und das ist für mich dann auch so, dass man dann halt nicht ständig über die Andersartigkeit der Paraguayer schimpfen muss, sondern entweder, ich weiß, was ich meine, entweder ich komme jetzt her und nehme es an und die sind, wie sie sind und wir werden sie nicht ändern und sie uns auch nicht, ist ja alles gut. Aber das ist einfach das, wo ich immer wieder sehe, dass das gerade im Speziellen bei vielen europäischen Auswanderern ist der Punkt Nummer eins. Das ist ja anders wie in Und sie Deutschland. denken dann immer noch, oder sie reden dann immer ja noch bei uns zu Hause, mein nicht Paraguay. Und das ist für mich immer wieder diese Frage, wo kann man dann mal sagen, okay, wo bin ich jetzt zu Hause? Also kann ich mich echt einlassen, kann ich jetzt hinschlagen? Und Ja. dann glaube ich, dass das Land einem auch aufnimmt und sonst spuckt es einem halt wieder aus. Und ich würde jetzt mal sagen, wir können auch viel voneinander lernen, ja. Also auch das, Absolut. das ist ja klar, für manche Dinge dürfen wir als Deutschsprachige, so Deutschland, Österreich, Schweiz, uns auch dran gewöhnen. Die sind hier nun mal anders, ja. Und gleichzeitig gibt es so viele Dinge, wo ich sagen kann, boah, das täte uns auch gut, wenn wir das noch viel mehr auch in unser Leben integrieren würden, ja. Ja, Das ist halt so. das Klassische ist ja das Beispiel mit dem in Hier und Jetzt leben. Ne? Dann werden wir erzogen, dann werden wir irgendwann größer, dann machen wir 500 Stunden Therapie, dass wir wieder mehr ins Hier und Jetzt kommen. Und dann sind wir hier und die sind hier im Hier und Jetzt. Und dann regen wir uns da auch drüber auf, dass sie so im Hier und Jetzt sind und nicht ein bisschen vorwärts denken. Genau, und davon beiden Seiten profitieren. Ihr Ja. Lieben, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, uns ein bisschen einen Einblick zu geben, was euch hierher geführt hat, was ihr hier so macht. Was mögt ihr vielleicht zum Abschluss noch mitgeben? Was ist euch noch wichtig? Wichtig ist, tu das, was du tust, oder beruflich, tu das, was du liebst, und dann ist es keine Arbeit, sondern dann machst du es gerne. Und wenn du es gerne einmal machst, dann merkt man das und dann läuft es auch. Und alles andere, dann wunderst du dich die ganze Zeit, warum irgendwo die Krippe zwischen die Füße kriegst oder die Bremse reingekaut wird oder was auch immer. Tu einfach das, was du liebst, und dann funktioniert es. Ja. Ja. Mein Gott, bei so viel Weisheit weiß ich gar nicht, was ich noch sagen soll. Weil der steckt an sich, steckt alles drin, gell? Es ist Ja, schon so. genau. Andrea hat eh schon alles gesagt. Alles gut. Ja. Tu das, Ja. was du liebst. Genau. Tschüss. Ja. Liebe Ella, lieber Klaus, ganz lieben Dank für eure Zeit, für euren Einblick. Viel, viel Freude und Erfolg mit eurem Ausweiten von diesem leckeren Kaffee hier in Paraguay. Und wenn du es jetzt heute gehört hast, dann teile es gern mit deinen Freunden. Danke, auch wenn du ein Like hinterlässt, und denk vor allem dran, ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht. In beiden Fällen hast du recht. Von daher geht es einfach darum, loszulegen. Ich wünsche dir jedenfalls einen traumhaft schönen Tag, ein glückliches, erfülltes und natürlich auch freies Leben. Liebe Grüße, deine Amata. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Danke.